Hallo an alle Film- und Robert Pattinson-Fans da draußen. Vielleicht seid ihr hier gelandet, weil ihr dachtet, das hier ist ein Video über die Filme von Robert Pattinson. The Batman, Der Leuchtturm oder Tenet. Nee, es tut uns leid, wir enttäuschen euch. Es wird viel unterhaltsamer. Nanny und ich besprechen heute einen Film, den es so eigentlich nicht hätte geben sollen. Robcessed, ein Fanfilm über und nicht mit Robert Pattinson. In 69 Minuten versucht diese Aneinanderreihung von Paparazzi-Bildern, könnte man sagen, und hochwissenschaftlichen Interviewgästen während der Hochphase der Twilight-Filme einzufangen, wieso die Welt obsessed mit Robert Pattinson ist. Das Ganze passiert vermutlich ohne seine Einwilligung. Dazu später mehr. Wieso das Ergebnis vielleicht das unangenehmste ist, was wir uns jemals anschauen mussten, das erfahrt ihr hier in einer neuen Kritik auf dem Kanal Cinema Strikes Back. Wir sind nämlich immer noch Teil unserer Week-Week, also das heißt, an jedem Tag in dieser Woche besprechen wir einen mülligen Film. Gestern haben Jonas und ich ja schon die Eragon-Kritik gemacht und morgen werden Alper und Marius sich einer ganz bestimmten Spieleverfilmung von Uwe Boll widmen. Wir besprechen in dieser Kritik heute all die schlimmen Momente dieser Doku, kann man das überhaupt Doku nennen? Ja, und verraten euch, was ein Vampirexperte in diesem Film zu suchen hat. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann erfahrt ihr auch, welche Punktzahl wir von 1 bis 10 vergeben. Was ist Robcessed überhaupt für ein Phänomen oder was ist es für ein Film, Lenny? Willst du uns aufklären? Robcessed ist nochmal in Anführungszeichen eine Dokumentation, also wirklich in krassen Anführungszeichen. Und die beschäftigt sich mit Robert Pattinson. Und ich möchte einmal kurz hier diese Dokumentation zitieren, was diese Dokumentation denn denkt, was Robert Pattinson eigentlich für ein Mensch ist. Rob ist ein echter englischer Gentleman mit einem lässigen Stil und einer Frisur zum Anbeißen. Wie hat er das nur gemacht? Und ganz ehrlich, die Antwort auf diese Frage bekommen wir auch nicht wirklich, denn in dieser Dokumentation werden einfach nur Bilder von Robert Pattinson wie in so einer Slideshow aneinandergereiht und es wird gesagt, wie toll er aussieht. Es geht über einen erschreckend langen Teil wirklich nur um seine Haare. Ja, und ja, das ist es eigentlich auch schon. Ja, also man muss sagen, die Machart dieser Doku ist wirklich fragwürdig. Und ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, Regisseurin Irene Antoniadis, heißt die gute Frau, die hat, ich habe auch nachgeschaut, nicht viel gemacht vorher, außer eine Dokumentationsserie über einen Londoner Flughafen und so ein paar britische Fernsehfilme. Und ich frage mich wirklich, wieso das als Dokumentation verkauft wird, weil eigentlich erzählt dieser Film nichts Substanzielles. Also ne, wir müssen uns vorstellen, es werden sehr random, willkürliche Interviewgäste eingeladen und dann wird halt über diesen Star Robert Pattinson geredet, als wäre er so ein wandelnder Gott unter Menschen. Richtig. Und also ihr dürft euch hier wirklich keine Arte-Dokumentation oder so hier erwarten. Also hier wird nicht beleuchtet wirklich jedes kleinste Detail seines Lebens, sondern einfach nur, okay, er ist irgendwann mal geboren und dann war er heiß. Und das, und das ist ungefähr diese Doku. Also das ist wirklich, ja, viel mehr kriegt ihr da nicht zu sehen. Aber es gibt auch ein paar spannende, sehr fragwürdige Bilder zu sehen, so auch wo er noch jung war und dann in Unterhosen zu sehen ist und so. Und dann reden erwachsene Frauen darüber, wie heiß er damals schon war. Und ja, ich glaube, das Lustigste fand ich eigentlich, dass die Bilder manchmal so schlimm sind. Also die fangen den halt wirklich in den unangenehmsten Momenten ein. Und ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, diese Regisseurin will ihm eigentlich sowas Böses, weil da waren halt teilweise Bilder dabei. Also die jetzt auf der Tonebene wird dann so gesagt, ja, und seine Haare, und da kann man sich ja nur drin verlieben. Und dann gibt es so eine Nahaufnahme auf so sein Gesicht, wie er so, genau, so halb betrunken oder sowas gefühlt so in die Kamera guckt und man denkt sich so, weiß ich nicht, ob ich das so, wenn ich Robert Pattinson wäre, ob ich diese Bilder, ob die Öffentlichkeit jemals überhaupt, ne, so sehen sollten. Das wären exakt so Bilder, wie wenn ich durch, mein Fotoalbum im Handy gehen würde, würde ich sagen, oh mein Gott, sofort direkt in den Papierkorb. Aber nein, ja, die wurden dann tatsächlich in eine Dokumentation gepackt. Aber es gibt generell sehr viele schlimme Momente in dieser Dokumentation. Ja. Und wir haben uns mal so unsere drei Favoriten rausgepackt, so die schlimmsten Momente. Mhm. Und wir schauen mal, ob die sich vielleicht sogar überschneiden, weil es fallen einem sehr schnell sehr viele schlimme Sachen auf. Tatsächlich ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung, dass ich so gefühlt jede Minute hätte aufschreiben können. Ja. Aber vielleicht, was auch nochmal wichtig ist für den Kontext, weil es ist ja zu einer Zeit entstanden, wo wirklich so eine Robert Pattinson-Manie geherrscht hat. Also das heißt, es waren Fans, die haben ihm aufgelauert vor Hotels, vor am roten Teppich, in dieser ganzen Twilight-Promo-Phase, also so zwischen dem Casting von Harry Potter und der Feuerkelch, wo er ja Cedric Diggory gespielt hat, und dieser riesigen Rolle.
Und das war wirklich auf dem Höhepunkt seines Durchbruchs. Und deswegen kann man vielleicht so ein bisschen diese Stimmung nachvollziehen, wieso Leute sich dachten, wir machen jetzt einen ganzen 69-Minuten-Film nur über seine Haare. Ja, ich glaube, die 69 Minuten, die sind auch nicht ganz ohne Grund entstanden. Nee. Was war dein schlimmster Nummer-1-Moment aus den 69 Minuten? Wollen wir das Pferd von hinten aufrollen? Das heißt, fangen wir mit der 3 an. Bei mir ist es wirklich die Inszenierung. Also es ist furchtbar. Es gibt so ein nie endendes Gitarrenriff, was so einmal, weiß ich nicht, so ein 10-Sekunden-Loop durch die gesamte Dokumentation gezogen wird. Und es ist furchtbar. Es jagt mich noch in meinen Albträumen. Wir können das auch hier mal einblenden. Es ist furchtbar. Es ist einfach komplett surreal. Du gehst eines Abends ins Bett und keiner kennt dich. Am nächsten Morgen wachst du auf und die ganze Welt schreit deinen Namen. Niemand konnte die Liebe und Verehrung vorhersehen, die diese Teenie-Mädchen ihm entgegenbringen. Wir haben einen neuen Superstar. Und dann noch wirklich so fantastische Grafiken, die es da drin gibt, wo einfach Robert Pattinson so ein PNG von dem so ausgeschnitten wurde und dann ab und an mal so, dass es durchs Bild springt auf so einem wirklich furchtbar grell-pinken Hintergrund und es ist wirklich furchtbar. Es sieht wirklich hässlich aus und ich glaube, mit jedem Moviemaker hätte man 1000-mal bessere Dokumentation erstellen können. Aber ja, ne? Ja, ist nichts fürs Auge. Also würde ich dir total zustimmen. Ein Punkt bei mir ist nämlich auch der generelle Look des Films, auch die Farbwahl. Weiß ich auch nicht, ob das. Das wäre auch so eine Signalfarbe, die ich dann eher so umgehen würde. Mhm. Damals gab es wahrscheinlich auch noch Videotheken. Ich glaube, da hätte ich die nicht in meinen Warenkorb getan. Platz 3-Moment ist auch, es gibt einen Moment, der sehr entlarvend ist für diesen ganzen Film, weil da gibt es einen Paparazzo, wie heißt nochmal der Beruf? Paparazzi? Ja, bestimmt. Das ist so ein Fotografen, ja. Das wäre auch euphemistisch, kann man das Fotograf nennen, ja. Wo er wirklich erzählt, wie er einen Moment angefangen hat zwischen Rob Pattinson und Kristen Stewart, seinem Co-Star aus Twilight. Und er wirklich zugibt, wirklich vor der Kamera, dass dieses Bild ihnen wirklich viel Geld eingetrieben hat, weil es so wirkt, als würden Kristen Stewart und Rob Pattinson zusammen sein. Das Bild wird dann eingeblendet und es wird wirklich so aufgepeitscht, so als so, ja, das ist so hier das entlarvende Foto. Sehr intim dieses Bild. Sehr intim, so deren Beziehung und sowas. Und dann sieht man dieses Foto und die beiden sitzen einfach gegenüber in einer Limousine und füßeln miteinander. Ja, weil da kein Platz ist. Sie müssen ihre Beine berühren. Aber nein, das ist so intim. Die sind garantiert hier zusammen. Ja, safe, auf jeden Fall. Und ich fand das so niederträchtig, weil er da wirklich auch so sagt, ja, das Foto hat sich richtig gut verkauft. Mhm. Und also, ich weiß nicht, das ist so dieser ganze, so diese Stimmung. Dieser Berufszweig ist ja auch wirklich, kann man kritisieren. Und ich finde, so aus so einer Privatsphäre einer Person so mega, das so auszuschlachten, ich fand, das war ein sehr schlimmer Moment. Das war ein sehr schlimmer Moment. Ich fand auch einen schlimmen Moment, mein Platz 2 der schlimmsten Momente. Es gibt hier eine Robsessed Reporterin, Charlotte Rather, und die besucht das Theater, wo Robert Pattinson seine ersten Schauspielerfahrungen gesammelt hat. Und sie tut so, als ob sie hier gerade Pulitzer-preisverdächtiges Material sammelt. Also es ist wirklich so ein Moment, da läuft sie so rum, packt irgendwie die Scheibe von diesem Theater an und guckt so, oh mein Gott, was mache ich hier? Und dann läuft sie einmal ganz spontan, sprintet sie so gefühlt in dieses Theater rein, als ob sie irgendwie so aus einem Kriegsgebiet berichten würde oder so. Also ich weiß es nicht, was die Dame sich da gedacht hat, aber ich fand es auch cool, so eine Robsessed Reporterin auch mal live zu sehen, was die so macht. Ich liebe auch den Titel Robsessed Reporterin. Ja, das ist das bei mir. Was ist bei dir noch? Bei mir sind es auch die Superfans, die zu Wort kommen. Also es gibt mehrere Personen, die auch viel zu alt sind, das hast du ja eben schon erzählt, die sich als Superfans bezeichnen. Und da gibt es dann auch eine Tochter und eine Mutter. Und die Tochter sagt halt kaum irgendetwas. Und die Mutter ist so gefühlt 50 und irgendwie redet so für ihre Tochter mit. Und das ist ganz, ganz unangenehm anzusehen. Und dann sagt sie auch, ja, also den Robert, den würde ich ja auch schon mal gern daten. Und sie ist halt 40 und Robert Pattinson ist zu dem Zeitpunkt vielleicht in seinen 20ern. Ja. Ganz, ganz schwierig. Aber ich fand auch ein Zitat sehr schlimm von einem Superfan. Sie hat wirklich gesagt, Robert Pattinson hat einfach Alpha-Male-Energy. Und ich glaube, ja, wo sie recht hat. Wo sie recht hat, nein, also da habe ich wirklich, da habe ich sehr gecringed. Ja, da habe ich sehr gecringed. Aber generell muss man auch mal sagen, ich glaube, irgendwie standen all diese Personen, die hier irgendwie zu Wort gekommen sind, unter irgendeinem Einfluss oder so. Ich weiß es nicht, wie die da irgendwie an Land hier herangezogen wurden oder so. Ja, generell kommen hier echt fragwürdige Leute zu Wort. Und um das Ganze aus einer professionellen Perspektive zu betrachten, hat diese Dokumentation
ExpertInnen an Land gezogen. Und das ist unser Platz, eines der wirklich schlimmsten Momente an diesem Film. Diese Leute, die hier meinen, wirklich eine total hochwertige Meinung über Robert Pattinson zu haben. Es ist wild, aus welchen Gebieten die hier herangezogen werden. Also hier kommen wirklich so, weiß ich nicht, so von der Klatschpresse Leute zu Wort. Und auch die Autorin von der inoffiziellen Robert Pattinson-Biografie, Virginia Blackburn, die wirklich so tot die ganze Zeit in die Kamera starrt und auch irgendwie so ein bisschen lüstern über Robert Pattinson redet, als ob sie diese Biografie geschrieben hat, um selber irgendwie auf ihn aufmerksam zu werden und irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Ja, sehr obsessed. Voll. Am schlimmsten fand ich auch so ein Filmkritiker. Also ich weiß nicht, ich will ihm jetzt auch nicht zu nahe treten, weil er ist bestimmt auch vom Beruf her Filmkritiker für irgendein britisches Magazin oder sowas. Aber der sitzt da und so labert einfach so viel gehaltloses Zeug. Also ich glaube, vielleicht wurde er auch so ein bisschen gezwungen, so ein bisschen so, ja, du bist irgendwie vom Beruf her, weiß ich nicht, bei der London Times oder so, die gibt's nicht, die Zeitung, aber irgendwie, auf jeden Fall ist das dein Job, aber jetzt sag mal irgendwas zu Robert Pattinson, und das merkt man halt auch, dass diese Leute gezwungen wurden, sich irgendwas aus der Nase zu ziehen, obwohl sie nichts mit Robert Pattinson am Hut haben, außer dieses eine Model, was mal vor 20 Jahren mit ihm zusammengearbeitet hat. Generell ist es auch so fantastisch, hier werden wirklich Leute aus Film und Fernsehen so gefragt und auch wirklich so, wie gesagt, Klatschpresse und alles, und dann müssen die alle auch Fragen zu Robert Pattinsons Haaren beantworten. Es ist wirklich, also hier werden alle Themen abgedeckt. Aber mein Lieblingsexperte? Nee, ich glaube von uns allen der Lieblingsexperte. Ja, von uns allen der Lieblingsexperte. Diese Doku hat wirklich einen Vampirexperten an Land gezogen. Vampirexperten, ja. Mhm. Und ich meine, ist auch streitbar, ob es diesen Beruf überhaupt gibt. Ja. Aber ich muss sagen, er ist der Star dieser. Er ist der Star? Das habe ich auch gedacht, aber dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt zu ihm. Der heißt Kim Newman und der sitzt da wirklich so in seinem Kabuff, hat da so überall so kleine Dracula-Figürchen und so stehen. Vampir-Merch, und, muss man sich vor. Es ist wirklich so eine richtige Höhle. Genau, es ist so, es ist wundertoll und er ist Autor von den verschiedensten Horror-Vampir-Romanen, unter anderem Dracula Cha-Cha-Cha. Und Orgie der Blutparasiten. Oh nein, ja. Okay, das ist ein. Genau, das ist so eine sehr Red Flag. Und er hat auch mal für ein Pornomagazin geschrieben. Kim Newman, unser Vampirexperte. Okay, da merkt man schon das Niveau dieses Films. Richtig, aber. Aber ich fand schon, dass er so eine. Er sah so ein bisschen süß aus so in der Doku. Ich muss schon sagen, er hatte halt so einzelne Momente, da hat er so erzählt, dass er in der Presseverführung saß. Da wurde er extra eingeladen, da habe ich mich auch schon gefragt, okay. Und dann meinte er so, vor ihm saßen so zwei Mädchen und die haben dann sich zueinander gesagt, das ist der tollste Tag meines Lebens, dass die in der Twilight-Presseverführung eingeladen wurden. Und das fand ich so einen ganz schönen Moment, weil das wirklich der unbedenklichste Moment ist in dem ganzen Film, weil dann einfach es um so eine Teenie-Erfahrung geht, die einfach diesen Film schätzen und irgendwie sagen, hey, das ist ein Film, den ich mir gerne anschaue, weil ich habe das Buch gerne gelesen, was auch immer. Also ich finde, das ist so, unabhängig von all dem, was noch in dem Film gesagt wird, wirklich der so ein bisschen reinste Moment. 10 Sekunden in 69 Minuten. Genau. Da an den klammern wir uns fest, das ist das Gute. Aber was ich auch noch sehr nennenswert finde, ist, dass so viele Sachen irgendwie aus dem Kontext gerissen wurden. Es gibt so wirklich einen Moment, wo eine Frau nur ja genau sagt und das wurde einfach als Unterstützung einer These irgendwie mitten reingeschnitten und jeder weiß, dass diese Frau garantiert sich zu irgendwas anderem geäußert hat. Magst du Eis? Ja, genau. Und dann wurde es da reingeschnitten. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so skurril. Und das ist ja auch gar nicht so die Art und Weise, wie man, also das ist gar kein Anspruch an irgendwie faktenbasierte Dokumentation oder sowas. Und ich finde das so krass, dass irgendwie die da diese Experten vor die Kamera gezogen haben und manchmal auch so willkürliche Leute, also wie jetzt zum Beispiel ein Model oder so, das wäre genauso wie, als wenn wir jetzt irgendwie eingeladen werden in eine Doku über heimische Vogelarten oder so. Ja, unter Federfans hat der Zaunkönig definitiv den krassesten Ruf. Ich meine, nicht umsonst hat er den Titel König in seinem Namen. Ursprünglich hätte auch Herr der Ringe 3 die Rückkehr des Zaunkönigs gehießen. Und ich finde das schon ziemlich krass. Und er ist so krass, der Zaunkönig, dass er mittlerweile auch nicht mehr an der Wahl des Vogel des Jahres teilnehmen darf, weil es ansonsten zu unfair für die Konkurrenz wäre. Ich meine, ansonsten hätte auch so ein armseliges Braunkehlchen 2023 definitiv nicht gewonnen, wenn der Zaunkönig am Start gewesen wäre. Also ich meine, man möchte so eine FC Bayern München Situation da definitiv vermeiden. Aber ganz ehrlich, den Zaunkönig, den stört das nicht. Der hat definitiv genügend Fans und der muss definitiv nicht alleine in seinem Nest schlafen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also Slay Queen, Entschuldigung, King. Sound King. Ja. Ja. Mein Lieblingsvogel ist der Kolibri. Das ist ja eigentlich gar kein heimischer Vogel. Aber ich denke, das stammt vom deutschen Wort Kohl ab,
Und das ist ja ein deutsches Gemüse, ne? Und also, weiß ich nicht, Zufall? Ich denke nicht. Bei meiner intensiven Recherche auf yahoo.com habe ich gelesen, dass Kolibris eine sehr lange Zunge haben. Deswegen züngeln die auch immer mit anderen Vogelarten. Aber schaut euch auch mal das Gefieder von so Kolibris an. Das sind die Bad Boys unter den Vögeln. Ja, genau. Wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt und wirklich diese gesamte Beschissenheit dieses Films betrachtet, mit den schlechten Aspekten der Botschaft und der inszenatorischen Machart, dann kann man diesem Film auch nicht wirklich mehr als einen von 10 Pats geben. Ja, Robert Pattinson wird ja auch die ganze Zeit Pats genannt. Oder Robbie oder Robs oder sonst irgendwie was. Ja, da kann ich auch nicht mehr zu sagen. Wie sieht's bei dir aus? Die waren alle mit ihm auf der Highschool. Ne? Ja, also die nennen alle Pats. So. Ja, ist unangenehm. Ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, also ich hätte dem 1 von 10 Pats gegeben, aber wahrscheinlich auch eher 0. Ja, eher sowas. Ich muss wirklich sagen, das ist der größte Müll, den ich mir jemals angeschaut habe. Ja, der hat halt keinen Mehrwert, außer man sagt jetzt, man guckt sich den wirklich mit ironischem Abstand und so einem Fremdscham oder so, also welchen, wenn man darauf steht. Welchen Trinkspiel, genau, mit je nachdem welchem Getränk. Und ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich finde, man kann seine Zeit mit was Besserem verbringen. Ihr könnt auch gerne an der Stelle mal ein Video von unserem Funkkollegen Mr. Wissen2Go schauen. Der hat sich nämlich auch mit einem Verbot beschäftigt. Nämlich, was passieren würde, wenn die AfD verboten werden würde. Oder ihr schaut euch ein Video von uns an, nämlich das letzte Video aus der Week. Da haben Jonas und Xenia über Eragon schwadroniert und gesagt, was das für ein unfassbar toller Film, also die Creme de la Côte ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid morgen auch dabei, wenn die Week zu Ende geht. Dann seht ihr hier an dieser Stelle nochmal Mario und Alper, die über einen ganz bestimmten Film reden, und wir werden an der Stelle raus. Vielen lieben Dank, Xenia, ich fand's voll schön. Ich fand's auch wunderbar. Yes. Wir gehen jetzt Twilight gucken. Yes. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.